Harte Schale. Bestimmt erstmal eine Schildkröte. Da werde ich aber länger sitzen. Mal sehen, da ist Tukfan, aber ich habe ihn auf meiner Seite, das ist schon mal gut, das ist der Wolf. Sind zu. Es wird auf jeden Fall schon. Wir hatten langsam aber echt eklige Sachen. Ich könnte vielleicht am Anfang versuchen, Tukfan zu töten. Platziert euer Vorratslager, Hoheit. Was mein Geld. Platziert euren Kornspeicher, Exzellenz. Ich muss ein bisschen besser spielen hier. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Alles Tukfan. Ihr benötigt Holz, Exzellenz. Was gibt's denn hier? Den Wolf gibt's. Mann, die Schildkröte auf meiner Seite ist schon mal sehr viel wert. Oh, schon Rang 6. Perfekter Prellbock. Wie ihr wünscht, wie ihr wünscht. Hoch, ja, wie ihr wünscht. Den haben wir hier. Eine Nachricht von Tupfan. Mögen unsere dekadenten Meister vor Angst schlottern. Krieger, wir haben nichts zu verlieren. Doch, euer Leben zum Beispiel. Eine Nachricht von Sun Tzu. Ein wohlplatzierter Angriff und ich vermute, eure Verteidigung wird zusammenbrechen. Eine Nachricht von Hideyoshi. Eines Tages werde ich mich zur Ruhe setzen und mich um meinen Garten kümmern. Doch dieser Tag ist nicht heute. Abwarten. Ein Wasserbüffeljoch wird benötigt, um Gestein ins Vorratslager zu befördern, Eure Hoheit. Ich glaube, frühe Aggression ist hier das Rätsels Lösung. Dass sie sich ja nicht erst aufbauen. Ich diene einem neuen Herrn. Eine Nachricht von Hideyoshi. Einer nach dem anderen wird sich mir anschließen. Aber wie? Verstanden. Jawohl, Burg. Weiter geht's. Bemitleidet sie. Wir werden angegriffen. Ja. Sie werden wie Vieh sterben. Glaube ich auch. Die werden eh wahrscheinlich an der Schildkröte hängen bleiben. Der Feind nähert sich. Ich glaube, ich kann nicht mal was abbauen, wenn ich das möchte. In den Kampf! Ja! Ach! Bemitleidet sie! Ja, das war der erste Angriff, der wird erstmal niedergemetzelt. Sie werden wie Vieh sterben! Bemitleidet sie! Ja! Sie werden wie Vieh sterben! Bevor der sie nämlich ausbaut, hole ich mir nämlich ein, zwei von denen. Willst du mich besuchen? Wir sind auf dich vorbereitet. Seht, die Unterdrücker rücken an. Bemannt die Barrikaden. Jawohl, Burgherr. Oh, er schlägt sich gar nicht so schlecht. Hey, kannst du aufhören, mich hier zu spammen?
Ich habe schon einen verloren tatsächlich. Okay, langsam wird's besser, glaube ich. Jawohl, Burgherr. Zum Feind. Weitermachen, habe ich gesagt. In den Kampf. Eine Nacht von Kunzu. Nehmt die Länder des Feindes ein. Ganz und unzerstört. Zerstört sie nicht. Befehl. Oh, er fängt an, mir auf den Sack zu gehen. Jawohl. Könnt ihr euch jetzt mal hier durchhacken? Das dauert viel zu lange. Das ist bloß ein einziger, der hier was macht. Zum Feind! Eine Nachricht von Tupfer. Jetzt sag das doch bitte. Verzagt nicht, meine Krieger. Wir bauen und bauen erneut. Nein, ihr geht jetzt drauf. In den Kampf. Jawohl. Das geht mir echt auf den Sack. Von Tupfern. Befehl. Unser Angriff nimmt an Stärke ab. Wir dürfen auf keinen Fall verlieren. Er verliert aber jetzt. Das dürft ihr nicht mehr packen. Oh. In den Kampf. Oh. Das geht mir auf den Sack. Befehl. Burka. Schnell. Nein, er macht jetzt da weiter, Mensch. Hackt jetzt mal dieses scheiß Tor auf. Sonst kommen wir halt gar nicht mehr durch. Eine Nachricht von Hideyoshi. Diese Festung war sehr teuer. Ich weiß es nicht zu schätzen, dass du... Scheiße, das schafft das auch noch. Eine Nachricht von Hideyoshi. Weht der Wind stark genug, beugt er selbst den Bambus. Das werde ich auch tun. Eine Nachricht von Tupfern. Wir werden ein großer Sieg, meine Krieger. Wir bezwingen alle, die versuchen, uns zu unterwerfen. Burka. Ja. Jawohl. Holt sie. Sturmangriff, los. Aber wir sind ja eigentlich schon verletzt. Befehl. Das reicht nicht. Oh. Hoch. Okay. Aber hier hat einen Nachteil. Eine Nachricht von Hideyoshi. Ausgezeichnet. Bereit aufzugeben? Dir ist aufgefallen, dass ich dich gerade ziemlich fertig gemacht, ziemlich nass gemacht habe. Mitleidet sie. Jawohl, Burgherr. Loch ist offen. Der hat ein Schwein. Der hat vielleicht noch 100 Lebenspunkte. Moment. Ach nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr jetzt doch angreifen seit neuestem. Das ist relativ sinnlos, was du da machst, aber ist okay, mach weiter. Weißt du was? Zerstöre einfach mal nur was. Befehl. Eine Nachricht von Sun Tzu. Ich habe euch wohl unterschätzt. Glaube ich auch. Eine Nachricht von Tupfern. Seht, die Unterdrücker rücken an. Bemannt die Barrikaden. Oh. Na
Wäre es lieber, wenn er nicht so rausspammen könnte. Echt ärgerlich, der hat wirklich nur ein bisschen mehr gefehlt und dann hätten wir es geschafft. Dann wäre der erste schon weg. Könnt ihr mal bitte weiter? Ich komm nicht durch. Er macht das gleiche, was ich immer ausnutze. Jawohl, euer Befehl. Du rennst mal runter. Kannst du aber aufhören rauszudrücken. Wo kommen die ganzen Truppen her, verdammt? Falsche Taste. Der hat doch garantiert. Der hat kein Geld. Ist die Kunst der Verteidigung. Verteidigung ist das Planen für einen Angriff. In den Kampf. Ja. Genau. Sie werden wie gut. Haha. Unser Kampf wird hier nicht enden. Der hat auch ordentlich gelitten schon. So. Jetzt muss ich echt auf Wirtschaft gehen erstmal. Wir werden angegriffen. Ah, bewegen. Hoch. Eine Nachricht von Hideyoshi. Mein Vater war ein strenger Mann, voller Disziplin. Werte, die er an mich weitervermittelt hat. Nicht genügend Waren. Eine Nachricht von Genghis Khan. Ich werde dich jagen, wie ein Wolf ein Reh jagt. Ja, ich wollte es zum schnellen Ende bringen, aber ich glaube, das war nicht die richtige Entscheidung. Obwohl, einen haben wir schon weg. 1 gegen 3 ist leichter als ein 1 gegen 4. Tupan hat sowas von gespammt. Dann stelle ich einfach nur meine ganzen... Hätte ich meine Truppen noch... Also meine... Noch ein paar Truppen mehr mitgeschickt. Hätte das alles ganz anders ausgesehen. Beim nächsten Mal, wenn ich das jetzt nochmal machen müsste, würde ich meine Wachen mitschicken. Dann hätten wir es schon. Oh, Mist. Ich hab's gar nicht angeschlossen. Das große Khanat wächst. Ich dachte gerade, sei er gestorben. Der Feind nähert sich. Ja. Macht ihr noch weiter. Wie ihr wünscht. Immer noch nicht gefährlich. Das hier könnte gefährlich werden. Ja, bleibt doch einfach stehen, Mensch. Ich werde angegriffen. Wo sind die jetzt hin? Ernsthaft? Ja, das ist ja sinnvoll. Ja, im Nahkampf wird er bestimmt am meisten erreichen. Bin ich voll dafür. Wie ihr wünscht. Auch der ist nicht auf lange Sicht nicht zu gebrauchen.
Okay, das ist hier. Wie ihr wünscht. Das verlieren wir, glaube ich. Die erschießen den. Ah, obwohl, das hier ist gar nicht schlecht. Dieser Turm ist sehr, sehr nützlich. Eine Nachricht von Hideyoshi. Deine ständige, problematische Anwesenheit geht mir auf die Nerven. Wie ihr wünscht. Okay, der Wolf macht Angriffe. Die scheinen sehr stark zu sein. Kein Teehaus gebaut. Jetzt kommt das Geld so richtig rein gleich. Könnt ihr den mal wegschießen da? Schieß mal die Nahkämpfer weg nach Möglichkeit. Das schaffe ich nicht auszuhalten. Ich diene einem neuen Herrn. Eine Nachricht von Sun Tzu. Ein weiterer Schritt zum Sieg. Sammelt sich nichts, das ist gut. Das passt eigentlich auch. Ja, passt. Von Hideyoshi. Ich habe nichts gegen dich, außer dass du mir im Weg stehst. Ach, ich schon wieder. Verarschst du mich? Befehl. Wache. Eine Nachricht von Sun Tzu. Eure Truppen sind unterlegen. Seid ihr euch sicher, ihr wisst, wie damit umzugehen ist? Sehe ich so aus? Oh. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße, wie schön die Schildkröte mitkämpft. Oh, eine Nachricht von Hideyoshi. Gut gemacht. Übt weiter Druck aus. Der Feind wird bald fallen. Wir werden angegriffen. Das ist echt ein Problem hier. Eine Nachricht von Genghis Khan. Was? Jagen, wie ein Wolf ein Reh jagt. Jawohl. Holt sie. Brauchen wir Wachmänner. Die sind echt gut, wenn es drauf ankommt. Achso, ich habe kein Auto verkauft mehr gerade.
Erstmal, die Schildkröte ist gerade wichtiger. Vielleicht habe ich ja Glück und ich kann sie nochmal holen. Geld kommt auf jeden Fall gut rein gerade. Läuft. Das läuft auch. Okay, machen wir gleich weiter. Oh, jetzt tut's weh. Oh nein, ein Tribok. Verflucht nochmal! Schnelligkeit ist der Grundstein des Krieges. Wo werde ich gebraucht? Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Könnt ihr dir bitte mal die Sachen wegmachen? Wie kann denn der Tribok das hier treffen? Das soll man, muss man mal jemand erklären. Toll. Ne. Wie ihr wünscht. Tut mir das fast leid, dass du angegriffen wirst. Also mit mir, ich werde angegriffen. Also dann haben wir auch die Katapulte weg. Das wird echt teuer, was die hier an Schaden anrichten. Noch nicht. Ah, das sollte jetzt trotzdem noch. Genau. Weiter hier. Halt mit, den kann ich schon holen. Wie ihr wünscht. Okay, das ist ein Problem. Was heißt denn du wirst meine Pferde bald schon wiedersehen. Der Feind nähert sich. Ich glaube, ich brauche hier gleich zu. Sure, jump on. Ach ja, die haben alles zerstört hier. Eine Nachricht von Hideyoshi.
Gib deinen Truppen heute Abend mehr Sake. Sie werden es brauchen. Nee, das bringt nichts. Ja, wenn die sich aufbauen können, dann wird's kritisch. Ich diene einem neuen Herrn. Eine Nachricht von Genghis Khan. Diese Kriegsherren fallen vor unseren Pferden auf die Knie. Eine Nachricht von Sun Tzu. Eure Truppen sind unterlegen. Seid ihr euch sicher, ihr wisst, wie damit umzugehen ist? Eine Nachricht von Sun Tzu. Ein weiterer Schritt zum Sieg. Okay, die können jetzt erstmal nicht mehr nerven. Die Feuerpfeile warten auf Arbeit. Wir machen hier nochmal weiter. Ach komm, das kannst doch keinen erzählen, dass sie mit einmal so eine Reichweite haben. Wir haben die Zinnen im Blick. Eine Nachricht von Genghis Khan. Du bist nicht mal dem kleinsten meiner Stämme gewachsen. Okay, die Schildkröte muss mich dann gleich unterstützen. Klaro, das ist alles gar kein Problem. Die treffen super mit ihren. Treffen immer mit ihren Sachen. Ja, das verliere ich. Würde ich gerne nochmal neu starten. Das würde ich... Es ist gar nicht so schwer. Ich muss bloß schneller agieren. Okay, Spiel stürzt ab. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Stronghold Warlords für heute. Ich sage, ciao mit Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.